Hallo werte Interessenten, in diesem Part möchte ich ein Produkt vorstellen, welches Sie nutzen können, um eigene Signale in Verteilsysteme einzuspeisen. Mit dem OE01 kann ich Signale via HDMI-Anschluss in das Gerät aufnehmen und kann ausgangsseitig DVB-T oder DVB-C-Signale erzeugen, die ich in Verteilanlagen zusätzlich einspeisen kann. Zum Beispiel kann ich damit Infokanäle erstellen oder kleine Werbeclips einspielen, je nachdem, was der Betreiber der Anlage dort für Vorstellungen in der Praxis hat. Welche Möglichkeiten es gibt, dann in der Folge. Beim OE01, bei dem kleinen Modulator für die Einspeisung eigener Signale, ist es relativ einfach handelbar. Sie haben einen Anschluss als Eingangssignal, ein HDMI-Signal von einer entsprechenden Quelle. Dann haben Sie zwei F-Buchsen. Die erste F-Buchse ist, wenn Sie ein Signal durchschleifen wollen, um das erzeugte Signal zusammenzuführen, oder der zweite Anschluss, ein reiner HF-Ausgang für die entstandenen Signale. Wenn Sie auf das Display schauen, dann sehen Sie, im Moment ist kein Signal vorhanden. Wir holen uns also ein Signal über ein HDMI-Kabel, schließen das Gerät an. Im Moment sagt er noch kein Signal da. Jetzt müsste er warten, bis er eins erkannt hat. Er hat erkannt, ein Eingangssignal mit 1080p mit 60 Hertz. Automatisch hat er das Signal übernommen. Jetzt könnte ich hier noch weitere Einstellungen tätigen, wie den Ausgangskanal verändern, die Modulation verändern. Im Moment ist in der Betriebsart DVB-C eingestellt auf der Frequenz 474 MHz. Um das Signal jetzt zu kontrollieren, schließe ich am Ausgang einen Messempfänger an, stelle die entsprechende Eingangsfrequenz ein im Messempfänger, damit das Signal empfangen werden kann. Wir haben im Moment sogar schon die 474 MHz. Ich bestätige die Eingabe mit Enter. Der Suchlauf startet. Er zeigt mir an. Ich hatte den Namen Test 1 vergeben. Test 1, das Programm ist da. Mit Enter bestätigt. Er zeigt mir an, welche Informationen verfügbar sind. Wir haben ein Videosignal. Wir haben ein Audiosignal, aber keinen Teletext. Deswegen steht bei Teletext kein Eintrag. Bestätige ich jetzt mit Enter, läuft das entsprechende Signal an. Und wir sehen momentan die Oberfläche von einer Präsentation, die mitgezeichnet wurde von der AG SAT, die jetzt mit ausgespielt werden kann. Sie könnten ein Signal von einer Videokamera nutzen, Sie könnten ein Signal von einer Präsentation nutzen, wie in diesem Beispiel. Sie könnten Videosequenzen, die Sie selbst erzeugt haben, auch mit nutzen. Je nachdem, was Sie dort für Anwendungsfälle haben in der Praxis, lässt sich all dies realisieren. Wenn Sie die Konfiguration des Gerätes verändern möchten, haben Sie die Möglichkeit, mit diesem Drehwahlschalter zu entscheiden, welche Einstellungen verändert werden müssen. Zum Aktivieren der Einstellungen drücken Sie den Knopf etwas länger, dann haben Sie die Möglichkeit, über den Drehwahlschalter zu entscheiden. Ausgangstyp durch Drücken des Knopfes aktivieren Sie die Einstellungen, können jetzt zum Beispiel entscheiden, ob DVB-T oder DVB-C. Wir lassen das mal bei DVB-C, dann kann ich weiter, könnte jetzt die Frequenz verändern, kann die Symbolrate verändern, kann den Pegel anpassen, den ich ausgangsseitig liefern möchte. Wir wollen statt 95 dB mal den Pegel verändern, gehen also hier auf 90 dB, bestätigen das Ganze. So können Sie alle Einstellungen tätigen. Sie können hier eine Kanalnummer vergeben für die LCN. Sie können einen Namen vergeben. Durch Drücken aktivieren Sie die Einstellungen. Dann können Sie hier die entsprechenden Veränderungen vornehmen. Jetzt habe ich aus Test 1 mal Test 4 gemacht, bestätige das Ganze. Wenn ich fertig bin, gehe ich am Ende auf diesen Enter-Pfeil, bestätige, es wird im Speicher abgelegt. Jetzt kann ich die nächsten Einstellungen vornehmen. Habe ich alle Einstellungen getätigt, gehe ich auf Save and Exit, bestätige das Ganze. Es wird im Speicher abgelegt und sobald das Gerät wieder startet, kommt er immer mit den Einstellungen, die Sie getätigt haben. Jetzt sehen wir das Signal wieder als DVB-C-Signal mit 256 Quad auf 474 MHz als Ausgangssignal. Ich hoffe, die Darstellungen und Erklärungen haben Ihnen einen kleinen Überblick verschafft und helfen Ihnen bei der Konfiguration und Anwendung in der Praxis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.